Ja, ich weiß ja nicht, wie Drachen sich fortpflanzen. Vielleicht halten die auch nur Händchen. Ah, hier steht was zu einer Drachenkönigin. Gib mal her. Tief unten am Herzen Sumus, umgeben vom brennenden Blut der Erdenmutter, da liegt das verlorene Zepter der Drachenkönigin. 3 Schritt misst es, weder von Gold und Silber, durchdrungen von der Macht der Jahrtausende. Wer es findet, der könnte allen Drachischen befehlen, denn sie beugen ihr Haupt vor dem Symbol ihrer verschollenen Königin. Doch unsägliches Grauen wartet auf dem Weg dorthin. Das ist, weswegen auch noch kein Drache das Zepter geholt. Ha! Eine Also. Königin, aha. Drachenzepter. Interessant. Sumu hat es in Gewahrsam genommen. Das ist nur allzu verständlich. Gar schrecklich wäre die Vorstellung, wenn alle Drachen geeint wären. Oh. Nein. Gut, dass dieses Zepter fort ist. Da mögt ihr nicht Unrecht haben. Drachen sind ja recht fiese Viecher. Ja. Ist das Vers Lass mich doch weiterlesen hier. Genau beschrieben. Mal sehen, was steht denn da geschrieben? Was die gelehrten Herren stets für ein Gewese um die Sprache der Drachen machen, sagte der junge Raidi und griff mit breiten Grinsen nach seinem Schwert. Die Drachen sprechen Gareti, so wie wir. Ich muss es wissen, denn ich habe schon mit vielen von ihnen gesprochen. Sorge dich nicht um deine Tochter, Mütterlein. Schon morgen zu Vesper wird sie wieder bei euch sein. Lass mich nur machen. Das hört sich fast so an, als wenn jemand für die Drachen spricht, nicht wahr? Ja, was steht denn hier? Dieser eingefügten Seite, irgendwie, da fehlt wohl ein Stück. Naja, wie auch immer. Hier steht, tags darauf drangen sie in das Zauberschloss ein und während Gerons Gefährten sich den Gefahren des Ortes und der exischen Dienerschaft stellten, komische Schrift, drang der Held bis in die Kammer des Wurms vor. Mit 5 Schlägen seines Schwertes 7 Streich, aha, hieb er den gewaltigen Drachen die beiden Schwingen und zuletzt die 3 Häupter vom Leibe. Und aus dem gespaltenen 3. Schädel hob er dann die Essenz seines Feindes empor und nahm sie als Siegeszeichen an sich. Merkwürdig. Geron. Ah, dieser Geron. 7 Streich. Ist Ja, schon. dieser Geron. Was wohl die Essenz seines Feindes war? Der Karfunkelstein vielleicht. Das wäre Bestimmt. möglich, ja. Das ist doch dieser Seelenstein. Den haben aber nur Drachen, oder? Ja. Ich dachte schon. Es gibt Gerüchte, dass jedes Marschwesen so einen Seelenstein hat, aber nun ja, Gerüchte. Hast du auch einen Seelenstein, Abelmir? Wahrscheinlich. Wir können wohl schwerlich in seinem Kopf herumwühlen, um ihn zu finden. Naja, noch nicht. Nein, wir könnten nicht. Hier steht etwas über Drachentöter. Oh. Verloren sind aber jene, die einen Drachen töten. Oh. Denn siehe, zwar werden sie als Helden gefeiert, doch eines Tages werden sie ein grausames Ende finden. Denn der Fluch des sterbenden Drachen haftet fortan immer an ihnen, die letzte Rache dieses magischen Wesens, vor der es kein Entrinnen gibt. Noch niemals hörte man davon, dass ein Drachentöter dereinst alt und friedlich in seinem Bette starb. Ein jeder fand vor der Zeit ein schreckliches und grausames Ende. Darum hütet euch vor dem Fluch des Drachen. Also was für ein Blödsinn. Ein Drachentöter ist einfach ein sehr mutiger Mensch. Dass der nicht alleine im Kämmerlein als alter Mensch stirbt, ist doch klar. Dass wir alle eines Tages ein sehr schreckliches Ende finden werden, ist, glaube ich, allerdings auch ziemlich sicher. Ich streiche mal unbehaglich um meine rechte Wange. Ihr seid doch alle Drachentöter, oder nicht? Und wir haben unseren Preis Ja. dafür bezahlt. Wir Ach, können aber bereit mir, ich dafür finde, das zahlen. steht hier eigentlich. Ich denke, dass Flüche durchaus real sein können, aber Lass doch mal ich sehen. Hier ist denke, doch man noch. sollte sie auch erkennen können, oder? Hier ganz hinten ist doch noch einer. Sieht aus, als hätte man ihn, das hätte man ihn später reingeschrieben. Armagant träumte den Flug seiner Mutter, träumte ihre Gedanken, träumte den Wind, über den schwarzpurpurnen Schuppen glitt.
Peraphir war 200 Meilen von ihrem Hort entfernt. Doch der junge Drache spürte ihr heißes Blut pulsieren. Und so, träumend, erlernte er das Fliegen. Hatte Teil an Peraphirs Gedanken. Noch war das mächtige Band, die geistige Nabelschnur zwischen Mutter und Kind nicht gelöst. Noch wusste Armagant nicht alles, was Peraphir wusste. Menschen, dachte Peraphir, als sie der winzigen Stadt unter sich gewahr wurde. Und gleichzeitig mit diesem einen Gedanken erfuhr Armagant alles über jene Wesen, deren Bild den Geist seiner Mutter gestreift hatte. Er sah einen großen Kontinent und Schiffe, die von seinen Ufern fort und einem fremden Land zusegelten. Er sah Menschen Städte bauen, sah, wie sie Kriege führten, sah sie den Göttern Macht, Existenz, Ferne, Ewigkeit huldigen. Er erkannte, dass einige der Menschen mit seinesgleichen sprechen konnten, und es verwunderte ihn. Er sah ihr Reich in Schutt und Asche versinken und neu entstehen. Tod, dachte Peraphir. Und Armagant träumte mächtige Leiber, menschenähnlich zwar, doch unendlich, größer, fallend. Er sah sie in Feuer und Lohe verglühen, träumte den letzten mächtigen Atemzug mit dem Taragir. Mutter, Schmerz, Erinnerung, Einsamkeit, ihr Leben aushauchte. Armagant, dachte Peraphir, und den hellen Leib des jungen Drachen durchlief ein wohliger Schauer. Versteht ihr das? Okay, das ist jetzt also ein Märchenbuch, was wir von der Geweihten bekommen haben. Ja, aber das Geweihte schaut sich so ein bisschen um. Damit können wir jetzt, oder damit könnt ihr oder wir Rassasur besiegen. Ja, sagt nicht seinen Namen. Nun, das ist das Einzige, was es scheinbar in Hirsindes große Halle gibt, die uns helfen, das uns helfen kann. Vielleicht nicht das Einzige, aber wenn sie es uns gegeben hat, dann wird das einen guten Grund haben. Es ist das Einzige, von dem ihre Gnaden wusste. Es in dieser große Halle findet sich alles Wissen. Versteckte Hinweise zwischen diesen Zeilen. Mhm. Das ist auch das Einzige, das sie teilen durfte. Ich meine, sie behütet ja auch verbotenes Wissen. Hinter jedem Märchen steckt ein Funken Wahrheit immerhin. Also ich meine, er muss ja mal ein lebender Drache gewesen sein, oder nicht? Ja. Sonst kann er ja kein untoter Drache geworden das sein. Das ist richtig. Azari, heißt sie so? Diese Elfe. Die sprach doch jetzt davon, dass diese Macht der wahren Namen tatsächlich existiert. Und wir wissen zumindest, dass Apep auf seinen Namen reagiert. Bitte sag das nicht doch mal. Also, Sie sagte zumindest im Zusammenhang mit den Erzdämonen stimmt das und die sprechen dann mit ihr. Und jetzt ist hier in dieser Geschichte von diesem Chadir, dem Sohn der Kühnheit, ist jetzt die Rede davon, dass er seinen Namen sagte und das ist ein Schwarzgeschuppter. Ich kenne mich jetzt mit Drachen nicht so aus, sie schaut dabei aber zu Boltax. Aber welche Schuppenfarbe ist denn normal? Ich meine, wir haben Kaiserdrachen oder Königsdrachen, die sind golden. Höhlendrachen sind grau. Die Perldrachen sind blau. Gibt es schwarzgeschuppte Drachen? Ich kenne nur den einen. Richtig. Boltax? Mir würde jetzt auch kein weiterer einfallen. Also Chadir soll wohl den Legenden nach vor über 3000 Jahren gelebt haben. Das ist natürlich auch lange her, ne? Da kann natürlich auch mal der ein oder andere Drache vergessen worden sein. Ihr müsstet dann auftauchen irgendwo in den Annalen. Naja, oder die Alternative ist, dass es nicht einen gibt, der vergessen wurde, sondern dass der schwarze Drache halt schon wirklich so lange lebt. Der schwarze Drache ist. Naja, vielleicht war der ja auch ganz lange tot und ist dann jetzt, ich weiß noch nicht, wie lange gibt's denn hier, wie lange, wo treibt er denn schon sein Unwesen? Der kann ja vor 3000 Jahren gelebt haben und dann war der 2000 Jahre tot und dann ist er vor 1000 Jahren wieder aufgetaucht. Sie sagte doch, dass er er ist der Feldherr von, ne, nicht der Feldherr, er war ein Begleiter von dem Sphärenerschütterer. Das war jetzt vor 7 Jahren. Aber der hat ja auch vor 500 Jahren gelebt, glaube ich, ne? Da war doch, deswegen ist doch die Gor jetzt eine kaputte Wüste und kein Berg mehr. Richtig, genau so war's. Und da war er ja auch schon dabei, oder? Da
wurde. Ja, es gibt, glaube ich. Ja, unter einem anderen Namen. Aber man sprach auch von einem schwarzen Drachen dort. Und wann war der Krieg mit Pyrdakor? Das soll ja auch ein Adjutant von dem gewesen sein, sagte zumindest jetzt. Wurde doch jetzt gesagt. Ja, das. Adjutant von Pyrdakor, wann war das? Das könnte mit den 2000-3000 Jahren hinkommen, das oder? Das sind etwa 3000 Jahre gewesen. Es waren doch sogar 6000, oder nicht? Das könnte gut sein. Weiß ich, wie alt Zwerge werden. Bald vermutlich. Ja. Ich muss gerade nachdenken. Das ist, ja. Aber Drachen sterben doch auch nicht am Alter, dachte ich. Die werden nur immer kräftiger. Das ist. Oder sterben die an Alter? Naja, also die Zwerge gibt es ja seit 10.000 Jahren, sowas in dem Dreh, Voltags? Ja, etwas mehr. Aber ja, 10.000 kommt ungefähr hin. Ich glaube, wir sollten, bevor wir uns in den Kampf gegen den schwarzen Drachen stürzen, sollten wir etwas über ihn in Erfahrung bringen. Also nicht nur über ihn, sondern auch über Pyrdakor und all das, was damit zusammenhängt. Also, du musst nur die Zwerge fragen. Ja, Sina sagte doch auch noch irgendwas dazu, dass Ankarion der Rote mit dabei war und irgendwas von den Inseln von Atal und Horuba und das glaube ich so viel noch hinter, was wir alles in Erfahrung bringen müssen. Ich glaube, das hat sie nicht alles. Also, ja, das muss man vorher fragen. Bevor wir uns wissen. Jetzt einfach mit einem Sprungangriff ihm uns in das Maul werfen, sollten wir, glaube ich, wirklich etwas mehr herausfinden. Ha. Das ist eine Armesgeweihte unser Klemus, das finde ich gut. Ja, wir sollten wirklich die Bibliotheken aufsuchen, um Nieres zu erfahren. Ja, aber denkt ihr nicht, dass so altes Wissen, das wird doch entweder in dieser Bibliothek gewesen sein oder die Zwerge werden das wissen. Ich meine, ja, so alte Bücher gibt es hier doch gar nicht, oder nicht? Die Stadt ist die Stadt. Du wolltest doch eine Nachricht den Zwergen überbringen. Ja, du kannst auch direkt nach Informationen fragen. Wenn ich etwas. Was machen wir denn jetzt? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir jetzt 3 Tage Zeit, bis die Ferkiner hier auftauchen. Danach bringen wir doch erstmal Demiona um, oder nicht? Und erst einmal müssen wir eine Audienz bei den örtlichen Potentaten arrangieren. Genau, und nun eine Armee sammeln, mit der wir überhaupt ausfallen können. Naja, also sie hat ja eine Armee. Die verteidigt ja gerade die Stadt. Ich denke, wenn sie sich dazu hinreißen lässt, uns zu unterstützen, dürfte diese Armee dafür geeignet sein. Ja, also müssen wir jetzt die Unterstützung der Herrscher und der Reiherkirche sichern. Also eigentlich muss Fräulein von Spogelsen die Unterstützung der Herrscherin sichern, richtig? Also ja, das ist wohl die richtige Etikette. Also reden wir mit Eleonora Shahi. Richtig. Kennt die Frau jemand, also weiß jemand, wie sehr sie auf dieses Männer sind, zweitrangig ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber Frauen beherrschen alles, wie sehr sie darauf Wert legt, weil dann sollten wir anderen vielleicht komplett die Fresse halten, weil sie sich sonst beleidigt fühlt von uns. Also ich weiß zumindest, das ist das, was die Straße von ihr sagt, dass sie sich sehr verbunden mit Pareine fühlt und dass sie sich sehr um die Armen und die Kranken in der Stadt bemüht und das zahlen die Aranier ihr auch mit Liebe und mit Bewunderung zurück. Das weiß okay, ich. Das aber macht sie beliebt, aber das hilft uns nicht. Naja, ja, aber das deutet nicht darauf hin, dass sie eine arrogante Person ist. Nein, naja, arrogant sage ich nicht, aber sie ist ja trotzdem eine wahre Aranierin. Ich glaube, ihr Vater war ein Baron oder ein, wie man das eben hier nennt, ein Beli. Also ich nehme an, wenn sie die Anführerin von so vielen stolzen Frauen ist, wird sie vermutlich selber auch eine stolze Frau sein. Also gehe ich mal von aus. Sie ist die Königin von reden lassen. Vielleicht. Ist die Königin von einem Land. Ja, richtig, ich wollte das nur vorher erwähnen, weil wir dann immer alle reinbrüllen und ich befürchte, dass diesmal schlecht aus. Dass Fräulein von Spurgesen schlecht aussehen lässt und dann unsere Verhandlungsposition sehr stark schwächt, wenn wir anderen auf einmal alle da reinreden. Ich meine, bei Hafax hat es doch auch funktioniert. Ja, aber Hafax hat Hafax ist auch keine Probleme. Ja, aber da hat auch nur einer von uns geredet. Ich denke, wir sollten uns im Griff haben können. Richtig, ich denke, wir sollten einfach das Gespräch von Spogelsen überlassen. Wir werden nur dann reden, wenn wir angesprochen werden. Dann haben wir einen Plan. Gehen wir jetzt erstmal zu Eleonore oder versuchen das zumindest und dann schauen wir, inwiefern wir in den 3 Tagen die Stadt organisieren können und dann brechen wir auf und versuchen uns mal in diesem, wie heißt der Ort? Kishal Tarif? Kishal Tarif. Mhm.
Die Niederhölle auf Erden. Sehr schön. Vielleicht dürfte ich einen Vorschlag machen. Jarlan, kennt ihr nicht diese Anführer der Matabasari, die uns jedes Jahr, ihr wisst schon, das Geld überweist? Ich habe sie mal gesehen. Ich würde nicht sagen, dass ich mich sonderlich beliebt gemacht habe. Nun, ihr kennt sie zumindest einen Gefallen bei ihr über. Ihr kennt Sybia? Es ist die Mutter von Akosha. Kennen ist zu viel. Wir waren einmal zum Dank zur Feier bei ihr geladen. Na, das Eltern hat ihr doch ein Gemälde geschenkt. Das ist die reichste, oder? Die reichste Frau der Welt. Nein. Die reichste Frau sicherlich. Aber nicht ich dachte, dieser Störebrand ist der reichste Mensch. Der Störebrand ist keine Frau, Rafim. Ach so, deswegen. Ah, okay. Ich hätte ja sein können, dass sie auch der reichste Mensch ist. Vielleicht gelangen wir über sie an die Herrscherin heran. Ist sie denn hier? Ich weiß es nicht. Aber das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, war sie in Kunshom. Das ist natürlich ein Stück. Man könnte sich aber wir können sicherlich ihren Namen benutzen, um eine Audienz zu erbitten. Ja, aber sie wohnt doch nicht in Kunshom, oder? Wohnt sie denn hier? Also, war sie... Wer ist sie denn genau? Ist sie die Mutter von der Frau, oder wie? Und sie war ihrer Zeit, die Maharani. Genau, sie ist die Königin gewesen und dann hat sie ihren Sohn Arkos hat sie dann verheiratet und jetzt ist die verheiratete Frau ist jetzt die neue Königin. Und sie hat dann das Königreich abgegeben und hat sich zurückgezogen. Man muss auch sagen, dass sie sich seinerzeit vom Mittelreich lossagte. Also ist sie ihre Schwiegermutter im Grunde? Genau. Ja. Ah, okay. Die Königinmutter. Königinmutter. Königin-Schwiegermutter. Königin, Schwiegermutter. Ja, ihr habt recht. Entschuldigt. Werden in der Rani nicht die Frauen adoptiert? Dann wären sie ja Geschwister. Das ist doch ekelhaft. Als Tochter. Ja, dann wären sie doch Geschwister. Macht doch gar keinen Sinn. Also dann wären Arkos und die andere Geschwister. Das ist bestimmt seltsam. Niemand schläft mit seiner Schwester. Habt ihr euch mal mit dem Maraskanon unterhalten? Für diesen alle Leute Schwestern. Und Brüder, Bruder, Schwester. Warum müssen wir wieder damit anfangen? Die sind so nervig, diese Gemahlen und Freunden da. Also gut, dann spricht Isarun mit der Dame und ich denke, danach können wir erst Pläne machen, weil alles von diesem Gespräch abhängt. Wenn sie uns unterstützt, dann ist das mit dem Organisieren sehr viel einfacher und ja, müssen wir einfach gucken. Sollen wir dann überhaupt zum Gespräch mitkommen? Das weiß ich auch nicht. Selbstverständlich. Es gehört sich, dass ihr alle mitkommt. Ah, okay. Dann kommen wir alle mit, Boltax. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir uns vielleicht alle noch ein wenig waschen und angemessener kleiden, bevor wir der Maharani vor die Augen treten. Eine gute Idee. Sollten wir nicht vorher so einen Termin machen? Also bevor wir uns waschen, ich meine, die wird ja auch nicht sofort sagen, kommt rein. Es ist nie verkehrt, sich zu waschen, egal zu welchem Zeitpunkt. Ja, aber dann brauchen wir zweimal waschen, aber bei mir, das klingt doch sehr nach viel Aufwand. Gut, wir schicken einen Boten los und erbitten eine Audienz. Sehr gut, Isarun, das ist mit Ding, dankeschön. Ihr drückt euch für jeden Bad. Ihr habt euch mittlerweile wieder in Richtung Süden zurückgezogen, habt mit einigen Goldstücken am Tor von Alt-Sorrigan euch einen Weg durch das Manntor gebildet und steht jetzt ja wieder zurück im roten Kamel. Eure Sachen habt ihr selbstverständlich hier gelassen und auch Igner und euren Eisbären werdet ihr hier wieder antreffen, die hier immer noch auf euch warten und euch beunruhigt begrüßen, denn auch sie haben mittlerweile von dem angespannten Temperament hier in der Stadt mitbekommen, sind allerdings auch nicht umgezogen, sondern hier geblieben. Der Krach von der Belagerung ist mittlerweile aber auch hier zu hören, was vor einigen Tagen nicht der Fall war. Ich frage euch jetzt, ihr habt einen Boten in Richtung Norden geschickt, zum Palastviertel. Was steht dort drin? Außer, dass ihr Helden seid und ihr gerne sprechen wollt, weil mit der Staatskunst von Abelmir wird euch da relativ gewiss, da werden die euch in 2 Wochen empfangen und nicht in einem Tag. Dass wir wichtige Informationen zur Aufhebung der Belagerung haben. Richtig wichtige militärische Informationen zum aktuellen Belagerungsstand. Dann sag ruhig zur Aufhebung der Belagerung. Die unter anderem die
Kräkawar, die Kor, die Bienen und die Ulashani. Nein, 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 das schreibt keine Details, keine Details. Na, das sind ja nur drei. Nachricht über einen Satz. Ja. Ja, genau. Wir können auch Plakate drucken lassen und die Leute aufwiegeln, dann werden wir es früher oder später vorgelassen, aber ich weiß nicht, so der Plan. Naja, aufwiegeln macht schon Spaß. Wichtige Informationen über den Splitter und Keschal-Tarif vielleicht. Nicht aufschreiben. Nein, also wir sollten zumindest, was den Ansatz angeht, schon gewissen Detailgrad nennen, denn ansonsten, ja gut, das kann ja jeder sagen, aber wenn wir da zumindest ein bisschen auf innenpolitische Aspekte eingehen... Ja, aber wir sind Leute von gutem Leumund und nicht von gutem Leumund und nicht irgendwer. Richtig. Meine Isarun ist Feuer des Lichts und ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie wichtig. Ist das wichtig? Wir sollten auf jeden Fall unsere Verbindung zu den Mata Vasari nutzen. Namen zu erwähnen ist immer gut, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Bestimmt. Also Schaden tut's bestimmt nicht. Also pro forma mal alle Namen unten reinschreiben, die man kennt? Nicht ganz so, nein. Aber vielleicht mal erwähnen, dass wir bereits einmal gute Taten für die Mata Vasari getan haben, um zu zeigen, dass wir vertrauenswürdig sind und es wert sind, vorgelassen zu werden. Vielleicht sollten wir unseren Namen auch runtersetzen, also mit allen Titeln. Ja, selbstverständlich. Pipapo, das auf jeden Fall. Töter, Drachen, den von Schlechter. Natürlich als allererstes. Ich denke auch, das wird den meisten Eindruck. Gut, dann gebt mir doch mal bitte eine Staatskunstprobe. Und jedes Sternchen würde euch die Zeit des Wartens um eine Stunde verringern. Nice. Jeder schon mal fünf. Ja, dürft ihr gerne alle gemeinsam an diesem Brief schreiben, den ihr dann dem... Oh, sieht gut aus. Ich hab... Fangt alle an mit allerhöchst... Schön, alle, alle eure so allerhöchst geehrte Majestät... Und dann so weiter und so fort. Ja, also wenn ihr den Jungen losschickt mit diesem Brief, den ihr dann gesandt habt, könnt ihr auch wie gesagt wieder durch das Tor durchdrücken. Und habt da selbstverständlich auch geschrieben, wo ihr ansprechbar seid. Habt euch jetzt also gerade im roten Kamel niedergelassen und erstmal ein bisschen was getrunken, ein bisschen ausgeruht und dann setzt ihr gerade unten gemeinsam mit Igna wieder und wartet jetzt darauf, was es als nächstes zu tun gibt. Ich würde gern nochmal zur Bibliothek gehen. Ich hatte mir, glaube ich, ein Buch ausgeliehen in der Sinne-Bibliothek. Ich weiß nicht, wann man das vorlassen wird, aber ich habe noch eine Erledigung im Tempel zu machen. Ja, nichts für ungut. Das wird eine Weile dauern. Ja, ich würde mich auch nochmal hier... Wie heißen diese Heilgeweihten nochmal? Pereine, ja, richtig. Ich gehe nochmal zu den Pereine-Jungs. Der Drave-Junge hat ja gesagt, er weiß darüber nichts. Ich gehe auf den Bazar. Weiß irgendjemand, wo dieser Pereine-Tempel ist? Ich finde in dieser Kackstadt hier nämlich bestimmt nichts. Ich begleite dich. Ich denke, zusammen werden wir es finden. Das klingt doch noch in einem gar nicht so schlechten Vorschlag. Ich würde auf den Bazar gehen, falls ich einen elementaren Diener beschwöre, dass ich zumindest ein paar Geschenke habe. Ja, ich würde mir Kieras unter den Arm packen, also nicht wortwörtlich, aber ich würde die mitnehmen und dann in Richtung den Pereine-Tempel suchen. Ja, und während ihr euch gerade so abmeldet und dann kurz vor dem roten Kamel euch dann in alle Himmelsrichtungen aufteilen wollt, gerade dann auch Kieras und Rafim werden sich sicherlich einige Zeit dann um den Pereine-Tempel bemühen müssen, wenn die Straßen so ein bisschen abgesperrt sind. So viel Bewegung ist gerade nicht mehr, gerade hier unten zu vernehmen, höchstens dann die Stadtwache, die euch misstrauisch beäugt. Und es gibt auch aktuell keine Eunuchen mehr, die hier vorne stehen und dann von den guten Stellen sprechen oder was auch immer sie dann im Angebot haben, von gutem Wein oder so. Und während ihr gerade aufbrechen wollt, könnt ihr sehen, wie zwei, drei Meldeläufer von Norden nach Süden angerannt kommen, ziemlich abgehetzt und euch dann betrachten. Seid ihr diejenigen, von denen uns berichtet wurde? Wir sollen hier nach einem Pfeil des Lichts suchen, seid ihr das? Wir sind in Begleitung. Sie schauen so ein bisschen abfällig zu dir, Kieras, und dann wieder zum Pfeil des Lichts.
Also gut, ihr sollt bitte sofort mitkommen. Befehl von der Königin von, nun ja, Maharani. Verstanden. Dann führt uns mal dorthin. Sollen wir mitkommen? Natürlich. Unsere Namen waren alle darunter. Lassen wir die gekrönten Häupter mal nicht warten. Ja, so geht es dann auf direktem Wege über die Altstadt. Ihr könnt dann auch sehen, wie ihr im Verlaufe von Elefantengardisten links und rechts dann auch begleitet werdet, gerade dann in der Altstadt, und dann zum Palastviertel geleitet werdet. Das Tor öffnet sich ganz automatisch. Ihr könnt hier auch dann die riesigen Parkanlagen sehen, die Paläste und Villen von den einzelnen Wesiren, von den Beratern, von irgendwelchen Adligen, die hier gelistet sind, und könnt dann auch direkt im Norden, wenn ihr die breiten Straßen entlang geht, den Sternenpalast erkennen. Hinter euch schließen sich dann wieder die Tore und ihr seid quasi gefangen im Palastviertel. Begleitet jetzt von mehreren Wachen, die euch dann angenommen haben, die dann dafür sorgen, dass ihr dann hier im Palastviertel nicht umherströmert, sondern einfach wie ihr es eben seid, als kundige Berater dann direkt in Richtung des Spiegelpalastes gebracht werdet. Ein vierstöckiges, riesiges Gebäude, was euch dann hier empfängt. Ihr könnt dann die kleinen Treppen nach oben gehen und steht dann in einem Vestibül, in einer Empfangshalle. Über euch der riesige Turm. Ihr könnt einige Spiegel erkennen, vor euch direkt ein großes Atrium mit einem großen See darin, beziehungsweise einige Flamingos, die dann in einem Becken stehen. Es ist kein richtiger See, es ist dann eher eine angelegte Parkanlage. Und könnt dann auch viele andere Geweihte erkennen, die dann hier rumstehen. Rondrianer, teilweise Pereine oder Travier, die dann hier sich gerade leise unterhalten. Viele Wesire, die hier dann noch rumstehen. Berater mit den Federn im Turban. Und ihr dürft dann zunächst die Waffen abgeben, wenn ihr denn irgendwas dabei habt, was nicht eure Standesgebührt. Eigentlich alles abgeben, bis auf die beiden Magier, die dann ihre Stäbe behalten dürfen. Moment, warum darf ich mein Schwert nicht behalten? Das ist auch ein Standeszeichen. Jein, aber du brauchst sie an dieser Stelle nicht. Der Magier seinen Stab hier auch nicht. Ich bin ein Ritter, ich brauche es immer. Dir wird dein Schwert abgenommen. Wollen die auch meinen Dolch? Beide. Okay. So, gebe ich ab. Verzeiht uns die hohen Sicherheitsvorkommnisse, aber da vor einiger Zeit unser Maharan fast tödlich verwundet wurde, sind wir darauf erpicht, dass wir hier streng kontrollieren. Natürlich, das ist nur zu verständlich. Wir haben nichts zu verbergen, von daher nehmt sie ruhig in Gewahrsam. Ebenso haben wir auch wenig über euch erfahren, außer dass wir euch in Richtung Norden bringen sollen und dass ihr im Roten Kamel seid. Den wahren Grund für eure schnelle Anreise kennen wir nicht. Alles wird zu seiner Zeit geklärt. Möchten wir natürlich gerne mit der Maharani besprechen. Ihr solltet übrigens wissen, dass es neben den Beratern, neben den Ministern, den Schreibern, den Richtern und auch vielen Wachen, den zahllosen Visieren und auch dem Großvisier noch jemanden hier gibt, der aktuell gastiert. Ihr solltet ihn am besten mit eurer Erhabenheit ansprechen. Das ist der junge Leatmann Freisop. Falls also der Pereine Geweihte sprechen sollte, dann achtet ihn. Auch wenn er vielleicht nur als Junge zu erkennen ist, aber er ist der höchste Pereine Geweihte, den wir aktuell haben. Verbeugt euch also auch vor ihm. Gewiss doch. Ansonsten sprecht bitte die königlichen Hochheiten mit edle Maharani an oder mit eure königliche Majestät. Selbstverständlich doch.